Servus allen, wir spielen heute mal wieder ein King of the Hill um die War Arena Szenerie. Das heißt um die Szenerie, die 2400 Liga-Medaillen kostet. Aber kein Basic King of the Hill, wir spielen mit den OG-Equips. Das heißt, die Equips, die ihr hier seht, das wird dann auf jeden Fall um einiges schwerer als sonst. Und wie immer muss jeder den unter sich angreifen. Wir starten mit 80% 2 Sternen und das Ganze nicht im Hard Mode heute ausnahmsweise. Ich bin gespannt, wie das läuft. Ich muss jetzt erstmal die Base hier von Philipp hitten. Okay, Anti-Two-Star-Basen mit Queen Charge Lalo, beziehungsweise Double-Indus-Basen mit Queen Charge Lalo sind jetzt nicht das Entspannteste, aber mit dem Lock-Launcher sollte das eigentlich vom Ding her fein sein. Ich würde sagen, ich pull mal schnell die CC da vorne. Und dann schaue ich, dass ich irgendwie mit dem Lock-Launcher und der Queen ins Rathaus reinkomme. Ich glaube, ich habe eine Yeti-Bomb in meiner CC. Dementsprechend, wenn ich damit irgendwie ans Rathaus rankomme, dann fällt das sowieso. Hatte da drin. Bitte keine Mass-Bogies. Nee, oder? Nein. Bitte nicht. Lass mal ein Einhorn bitte mal auch im Leben. Okay, ich spiele den King so und dann direkt mit dem Lock-Launcher durch. Okay, es sind keine Mass-Bogies. Sehr, sehr gut. Hier kann ich mir mit dem Babydrache gegenfunneln und dann sollte das hoffentlich passen, dass die Queen reinläuft. Ah, wobei. Ne, die läuft auf gar keinen Fall rein. Ist das zu spät? Okay, ne, passt. Huch, das war nochmal knapp. Jetzt bloß kein Heiler-Switch. Ich weiß nicht, ob der Rage unbedingt smart war. Bitte geh mit rein, Queen. Alter, das ist gerade so kritisch. Aber sie lässt sich von den Skellies pullen und dementsprechend sollte das so passen. Oh, Freeze. Kommt gerade noch so rechtzeitig. Aber der Queen geht's nicht so gut da drin. Der geht's gar nicht gut. Boah, ich zünd einfach mal kurz. Eieieiei. Okay, nächster Freeze. Ich weiß nicht, ob ich sie am Leben halten kann. Doch, mach ich. Und nächster Freeze. Das schaffst du, Queen. Boah, es ist ohne Frostfall so kritisch. Es ist ja auch so kritisch. Die stirbt. Okay, das hat sich gar nicht gelohnt, da noch so viel reinzupumpen. Ich versuche hier den Lalo ein bisschen gegenzudrücken, um mit dem irgendwie in die Mitte zu kommen. Aber das ist halt auch sehr, 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 sehr nervig. Aber sollte jetzt eigentlich passen. Jetzt den Rage drüber. Und die Warden Ability. Und damit sollte das noch fein sein. Aber das war ein ziemlicher Dip. Und es kracht trotzdem komplett. Klar, die Ability habe ich noch und dementsprechend sollten das auf jeden Fall 3 Sterne sein. Ich bin mal gespannt, wie viele gleich rausfliegen. Allzu viele spielen nicht mit. Einfach, weil sich auf Rathaus 16 so viele OG-Equipment nicht zutrauen. Es sind so viele gejoint, aber auch instant wieder geliefert. Und dementsprechend bin ich echt gespannt, ob wir hier überhaupt bei den 3 Sternen ankommen oder ob das King of the Hill nicht sogar schon ein bisschen eher endet. Hat jetzt hier fast 3 Minuten gedauert, aber der erste Triple für mich. Und dann schauen wir mal, was die anderen so machen. Okay. Philipp hat's leider erwischt, Jorax hat's erwischt, Fighter hat's gerade so geschafft, Muffin auch gerade so geschafft, Marcy hat leider falsches Equipment genutzt und The Last, ich weiß gar nicht, was bei dem passiert ist, der hat sich aus Versehen selber gehittet. Oh Mann, ey. Ein, zwei hatten noch Internetprobleme, die hat's irgendwie rausgehauen, weil sie nicht gestellt haben. Anders wild. Aber gut, damit sind wir jetzt nur noch 9 Leute, wir gehen rein in die 85% 2 Sterne. Und dadurch, dass jetzt schon nur noch 9 Leute mit dabei sind, wird das sowas von schwer, dass wir überhaupt bei den 3 Sternen ankommen. Aber gut, es ist nicht Hard Mode, es ist der normale Modus, von dem her könnte das noch fein sein. Ich gehe jetzt hier in die Base von Muffin rein, würde sagen, ich nutze hier einfach einen Flameflinger auf der unteren Seite, der da Richtung Querschlägerkanone fahren soll. Dann sollte das schon mal relativ gut aussehen. Der Expo sollte die ganze Zeit getankt bleiben durch die Queen. Ich darf nur den King nicht zu früh gegenspielen. Sonst wird er noch von der Gladi oder so reingezogen. Oh nein, oh nein. Oh mein Gott. Ich habe überlegt, ob ich das wegfunnel, aber habe es nicht gemacht. Jetzt die Frage, ob wir da noch was tun können. Ich könnte eventuell hier einiges in Invis machen. Und das mache ich, glaube ich, auch. Ich muss die Hexe irgendwie rausbekommen. Darf aber nicht mehr unnötig Zauber investieren.
Oh mein Gott, das dauert zu lange, oder? Beeil dich, beeil dich. Okay, maybe ist es noch ein Safe. Das sollte noch okay sein. Boah, der Funnel war richtig gottlos. Ich habe echt... Ich hatte überlegt, ob ich es rausnehme, aber dachte, die Queen läuft ja eh schon. Oh mein Gott, das ist ein Single. Oh, ho, ho. Nein, 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 nein. Und die Queen läuft wieder falsch. Wie soll ich denn das noch auf 85% safen? Ich lasse die Queen einfach sterben. Die macht nichts mehr. Okay, Muffin ist auch ein bisschen rush. Das heißt, das könnte es mir maybe retten. Ich versuche jetzt schon mal ein paar Prozente zu safen mit den Luckys. Und muss jetzt irgendwie komplett einmal durchs Rathaus durch. Dadurch, dass ich keinen Handschuh habe, macht es keinen Sinn, da mit dem King durchzugehen. Also wir gehen da mit dem Lalo ran und versuchen dann mit den Helden noch ein bisschen Prozente zu safen. So, das ragen wir hier kurz mal. Rathaus ist aktiv, passt. Und dann möglichst schnell hier mit dem Altzauber weiter in den dicken Damage hier rein. Freezen den Multiburgiturm. Okay, das war zu früh. Ich dachte irgendwie, der Lebenstein... der ewige Wälzer wird ja nicht ganz so lange halten. Aber I guess es ist noch fein. Und den King jetzt, den wir nochmal damit dazu spielen können. Die Gladi. Nur auf die Zeit müssen wir ein bisschen achten. Aber 85% sollten das allein. Weil Muffin so ein Dip ist schon werden. Dementsprechend habe ich hier echt ziemlich, ziemlich viel Glück bisher, dass ich die ganze Zeit Dips erwische. Ich zünd die Gladi mal kurz. Dementsprechend. Ja. Wir werden das hier keine 3 Sterne. Wir haben einen Timer jetzt am Ende, aber das ist okay, denn wir sind eine Runde weiter. Und dann bin ich mal gespannt, wie viel wir jetzt gleich noch sind. 9 Leute waren schon nur noch vor der Runde. Ich hoffe, wir schaffen noch die eine oder andere Runde, nicht, dass gleich alle auf einmal rausfliegen. Void ist geflogen. Muffin mit einem Monster, der hat mich gerade noch durchgecarried. Und Harald mit 84%. Oh mein Gott, 85 hätten wir gebraucht. Ist das ärgerlich. Das heißt, wir sind jetzt noch 6 Leute, die in die 90% reingehen. Okay, wir haben hier die Base von Chepper. Wieder eine Double in this Base. Und hier ist jetzt die Frage, wie gehen wir um mit dem Invis? Wir haben keinen so geilen Flameflinger. Das heißt, mein Queen Charge will ich unbedingt auf 9 Uhr machen. Wenn ich in dem Adler kommen stehe, komme ich an alles ran. Okay, ich habe aber nichts um den X-Bow zu tanken. Okay, ich schaue gleich, wo ich meinen King am besten zum Gegenfunneln setze. Und je nachdem, wo ich den Gegenfunnel, setze ich dann einfach den Lock Launcher mit dazu. Und mit der Yeti Bomb sollte ich dann eigentlich so gut wie das Ganze in das Setup rausbekommen. Okay, die Queen sollte jetzt erstmal... Okay, sie läuft rein, perfekt. Gut, dann waren die Loons da oben unnötig, aber lieber irgendwo zu viel als zu wenig investiert. Bleibt sie auch drin? Ja, okay, total geil. Sehr, sehr nice. Dann spielen wir hier unten jetzt den King gegen. Und sobald der King vom X-Bogen getankt wird, oder beziehungsweise sobald der King den X-Bogen tankt, spielen wir den Lock Launcher unten mit dazu. Gut, gegen die Black Mines können wir schwierig was machen. Okay. Lock Launcher wird getankt. Das sieht doch ganz gut aus. Der King macht einen richtig guten Job da. Hauptsache die Mauer geht auf. King kann ich jetzt zünden. Mauer ist aufgegangen. Optimal. Optimal, das sieht richtig, richtig gut aus. Meine Heile haben ein bisschen gefressen, habe ich nicht aufgepasst. Jetzt ist noch die Frage, investieren wir hier sogar den Freeze, machen wir. Okay, und jetzt fliegen wir hier einmal einfach durchs Indescom durch. So, zünden jetzt den Warden, werfen aber noch keine Zauber, weil dann sollten die jetzt hier innerhalb kürzester Zeit umdrehen. Genau, Queen lassen wir zünden, das ist gar kein Stress. Wir müssen nur schauen, dass wir jetzt in die Mitte reinkommen. Aller kassieren, aber ist auch nicht allzu wild. Oh mein Gott. Okay, ich will nur nicht mit meinen ganzen Loons in die Mitte rein. Das ist das Einzige, was ich wirklich nicht will. Aber das passiert gerade. Oh nein. Wir brauchen 95%. Es kracht komplett.
Die Queen kriegt das Rathaus, aber die Heiler kassieren komplett. That's it, ich bin raus. Es sah so lange so gut aus. Ich habe zu früh mit dem Lalo gestartet. Das gibt es doch nicht. Ich bin weit entfernt von 95. Von 90 waren's. Ich dachte, das wäre der Call. Vielleicht hätte ich den Indus Backend nehmen sollen, dann hätte ich wenigstens die Prozente geschafft. Dann, ich glaube, der Triple wäre unwahrscheinlicher gewesen, aber ich hätte die Prozente geschafft. Und damit hat Swaby gefailed, Moritz getrippelt und Moritz ist tatsächlich der Einzige, der hier getrippelt hat. Chapa 88%, Chapa ist der zweite Platz. Und damit ist das jetzt wirklich jetzt schon um 3 Runden lang ging der Cup nur. Oder das King of the Hill. Wir wollen uns aber noch ganz kurz anschauen, was Moritz hier gemacht hat, um zu gewinnen. Und zwar hat er hier Zap Titans gespielt. Zappt hier den Multibogie-Turm mit der Querschlägerkanone raus. Und spielt direkt dahinter den Wächterwalk. Ah, der eine Tesla, der kracht ein bisschen für den Heiler, aber der Warden nimmt ihn jetzt raus. Und dementsprechend war das gar kein Problem. Hat die Heiler auch sehr, sehr schön außerhalb der beiden Lufterwehren gesetzt. Und dementsprechend kann der Wächter da oben gut arbeiten. Ansonsten kommt hier unten schon der Funnel mit dazu. Das heißt, er wird hier wohl unten in den Adler reingesmashed sein mit seinen Titans. Der Mauerbrecher kommt auch mit dazu. Okay, I guess. Das heißt, er zieht den Warden gleich nach unten. Genau, da kommt die Queen. Dann geht's da los. Das Ganze können wir, glaube ich, ein bisschen beschleunigen. Ist gar nicht allzu interessant. Unten der King mit dazu. Zusammen mit den Hexen, um dann nochmal sehr schön gegenzufallen, damit die Titans alles schön in die Mitte reinlaufen. Die Mauerbrecher auch nochmal in die Mitte, das hat er sehr, sehr schön gemacht und durch den Funnel mit dem King laufen die Titans auch in die Mitte rein. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Das ist wirklich krass. Zap Titans sieht man auf Rathaus 16 gar nicht mehr, aber mit den OG-Equipments scheint es sich gelohnt zu haben. Ist hier jetzt am Rathaus dran. Der Wächter sorgt hier sehr, sehr gut dafür, dass die Heiler hier am Leben bleiben. Auch wenn die Heiler jetzt doch im Multi sind. Aber hinten raus steht nicht mehr allzu viel. Er hat noch den Jump, um hier gegebenenfalls mit den Titans in Richtung des X-Bögen und des Multi-Infernos zu kommen. Oben kommt die Gladi mit dazu. Die kassiert gar keinen Schaden. Die Titans haben sogar noch sehr, sehr geil die Skellies rausgenommen. Ja, und dementsprechend ist das hier der Gewinnerangriff. GG auf jeden Fall an Moritz. Hast dir die Szenerie verdient. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Kurze Story auch noch, dass ich aktuell so inaktiv bin. Bei mir kracht es wirklich komplett. Auch das Video nehme ich jetzt hier wieder komplett mit den übelsten Kopfschmerzen auf und dem übelsten Brain Fog. Aber ein bisschen Content will ich dann doch bringen. Und ich hoffe, auch wenn es vielleicht ein bisschen durcheinander ist, dass euch das ganze Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.